Hallihallo, ihr liebe Leute, der Horst Dieter und ich. Hier ist der Horst Dieter. Wir sind mit unserem Abenteuermobil auf dem Weg in die Haßberge. Und zwei Tage haben wir uns einberaumt nach Kachelmann-Wetter. Haben wir gehört, dass es heute Mittag um 16 Uhr regnen soll. Aus dem Grund haben wir jetzt geschwind daneben die Weldops daneben hingebaut an unsere Fidelis. Das geht da ratzfatz. Ich zeige es noch einmal gleich, wie ich das bei mir geschwind hinmache. Und dann geht's los. Wir sind jetzt hier in Zeil am Main, da starten wir und gucken uns gerade noch einmal den Marktplatz an. Also wirklich beeindruckend hier, das Ambiente da, das ist so toll. Fachwerk und mittendurch viel Spaß. Okay. Also so wie von Kachelmann prophezeit, wir haben jetzt kurz nach 16 Uhr und nun beginnt der Regen in Bamberg. Und wir haben ja extra da hier die Wellentops angebracht heute am Start. Und jetzt bauen wir die geschwind auf, die Deckel. Ja, ja. Also wir machen erst mal das Windschutzschild hier. Das machen wir jetzt immer da so hoch. Die linke Scheibe schon mal aufgezogen, kennt man aus dem Auto. Ja, dann wird es fixiert. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir die 30 Kilometer im Trockenen nach Zeil zurückfahren. Hurra! So, wir haben uns auf den Weg gemacht. Und ist es nicht schön? Ich sitze hier. Wunderbar. Unter meinem Dächle. Ja. Alter, guck mal. Da lacht auch noch. Der hat nämlich nichts zu lachen. Also, wir sind jetzt endlich da aus Bamberg in Vierret raus und auf die rechte Mainseite, weil die uns irgendwie interessanter erscheinen als an dieser Bundesstraße entlang links vom Main. Der Regen hat mittlerweile nachgelassen, dafür ist jetzt ein schöner kalter Wind. Wir sitzen aber geschützt hier unter unserem Verdeck. Also, sagen wir mal so, natürlich kann man auch ohne Verdeck fahren, aber ehrlich, also ich will mir nämlich so diesen Wiederhunger aussetzen. Also, da bin ich mittlerweile zu euch in der Komfortzone. Haha, hübsch drunter und schon ist es kuschelig warm. So, und da fahren wir gerade durch Ebelsbach und ich trau meine Augen nicht. Da liegt so eine alte, so ein Wasserschloss. Ein altes Wasserschloss, vollkommen im Dornröschenschlaf. Das ist der Burggrabe, ja, oder der Wassergrabe, würde ich jetzt mal sagen, was das mal war. Schaut euch mal das an. Ist das nicht fantastisch? Wie an dieser Mauer jetzt dann eben so dieser rote Wein da hochhängt. Ich glaube es nicht. Also sowas, dass man noch einmal sehen darf.